Tierfreundinnen und Tierfreunde. Die heutige Vermittlungsnachricht ist geteilt. Für keine der drei vor einer Woche vorgestellten Katzen hat sich ein Besitzer gemeldet, aber das getigerte Katzenmädchen hat schon einen Interessenten gefunden. Die beiden Kater warten dringend auf Befreiung. Nun zu Guy. Der schöne Mischling wurde im Juni 2014 in Gotha gefunden und hat bis jetzt kein neues Zuhause. Vorgestellt wurde Guy hier gleich, nachdem er in die Arche Noah kam, aber es meldeten sich keine Besitzer. Der Rüde war am Anfang sehr ängstlich und das hat er auch noch nicht ganz verloren. Hundetrainerin Antje Radeka hat viel mit Guy gearbeitet und kommt mit ihm bestens zurecht. Seit längerer Zeit hat Guy auch zwei Menschenfreunde, die mit ihm Gassi gehen. Von Sandra Hoffmann und Tochter Theresa hat Guy schon viel gelernt und vertraut ihnen sehr. Am Anfang ist Guy sehr vorsichtig mit neuen Menschen, sagt Sandra Hoffmann. Aber wenn man den Rüden richtig führt, verliert sich die Unsicherheit schnell. Seine neuen Menschenbegleiter sollten schon Hundeerfahrung haben, um den Rüden mit ihrer Ausstrahlung und Führung Sicherheit zu geben. Guy orientiert sich an seinen Menschen und möchte ihnen gefallen, indem er Lernaufgaben schnell und intelligent ausführt. Es ist eine Freude zu erleben, wie Guy mit Sandra Hoffmann und Tochter Theresa arbeitet. Er kann ein guter Familienhund werden. Allerdings sollten Kinder schon etwas größer sein. Auf jeden Fall braucht Guy eine Bleibe, wo er zur Familie gehören darf und wo mit ihm gespielt und gearbeitet wird. Wenn die richtigen Menschen Guy finden, haben sie mit ihnen einen treuen Freund und bedingungslosen Begleiter. Guy ist stubenrein und kann auch in einer Wohnung leben, aber mit einem Grundstück wäre es für ihn natürlich noch schöner.